Caddies! Schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen React-Folge, und zwar die Twitch Clips Germany. Und das ist diesmal jetzt schon die Folge 209. Und da geht es um Gerüche. Um einen Geruchstest, um genauer zu sein. Wir sehen uns zusammen an, was es damit auf sich hat. Und wechsel dazu mal rüber in den Live-Bereich. Diesmal habe ich aufgepasst, diesmal habe ich vorbereitet. Ja, ich muss nicht nachgucken. Was mich aber nicht vorbereitet hat, was mir jetzt gerade wieder einfällt, ist, ich habe die Kamera noch nicht richtig eingestellt. Na gut, okay, egal. Lassen wir jetzt so. Wobei, ja doch, wir lassen sie jetzt so. Das heißt, wenn ihr jetzt was schreibt, verschwindet das halt erst einmal hinter den Blümchen. Ich bin die Woche nicht dazu gekommen. So, weiter. Aber wir schauen uns jetzt an, was es mit den Twitch Clips Germany auf sich hat. Rein geht's. Bei Twitch Clips Germany. Guten Appetit, viel Spaß beim Zuschauen. Ich sag's jetzt mal so. Also, ich glaube, dazu sollte man besser erstens mal Milch reinpacken, dann schmecken sie besser. Zweitens mal einen Löffel dazu benutzen. Aber natürlich kann man auf diese Art und Weise auch solche Dinge essen. Ich mag die nicht besonders. Also ich liebe mein Porridge jeden Morgen, den mache ich selber. Da weiß ich, was drin ist. Und das Ganze ist frisch oder halt über ein One-Oat, also One-Night-Oat, sprich eine Nacht im Kühlschrank eingeweicht. Da geht das auch, das schmeckt auch sehr, sehr lecker. Solltet ihr mal probieren. Ich mache da meistens noch ein bisschen Zimt rein, was früchtemäßig ist obendrauf. Und dann wird das verköstigt, schmeckt sehr, sehr lecker. Aber die Einleitung, sehr interessant wieder mal. Wie immer kennen wir ja von den Twitch Clips Germany, und es geht weiter. The trespassers will be punished to the fullest extent of the law. Aha. Sympathisch. Oh mein Gott! Das war Gewitter. Da stand ein Viech. Ja, da stand wirklich was, aber trotzdem muss man sich doch vor einem Gewitter nicht erschrecken. Selbst eine Katze ist mittlerweile so, dass sie bei Gewitter nur kurz miaut und sagt, oh, da ist was. Guckt mal bitte. Aber mehr macht die auch nicht mehr. Gut, okay, sie wird in ihrem Alter etwas... Nee, das kann ich so nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, sie wird in ihrem Alter etwas gelassener. Aber nein, das wird sie eben nicht. Weil, ja, irgendwie... ich habe etwas vergessen. So, jetzt aber. Genau. Ja, also, unsere Katze wird natürlich im Alter nicht gelassener. Nur bei manchen Dingen wird sie gelassener. Sonst ist sie immer noch ein Kitten. Auch wenn sie mittlerweile 11 Jahre alt ist. Wie fast 12. Genau. So, und das ist Diablo 4. Und damit haben wir 1. Ich muss rappen, ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Oh, es hat funktioniert! Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ja, selbst das Spiel sagt, es hat funktioniert, also hat es funktioniert. Wunderbar, und es war wieder mal ein typisches Beispiel dafür, was ich immer so gerne propagiere. Die Spiele hören euch über Mikrofon und Kamera ab, und damit müsst ihr dann leben. Ja. Wenn ihr sowas macht. Aber wie gesagt, 1, und da war die Katze. 1 für, genau. Ja, egal. Oh, es baut was. Ah, 7 Tees to die. Juhu. So viel zu diesem Thema. Merke beim Bauen nie etwas, was du unten dran gemacht hast, wegnehmen. Dann fällt alles von oben zusammen. Das weiß ich von meinem Mann, der hat mir das gesagt, weil der baut ja öfter solche Dinge. Und ja, momentan hat er ein Spiel am Laufen. Damit kommt er relativ gut klar. Und das findet er richtig toll. Das ist Medieval noch irgendwas. Das hat er relativ neu. Und ja, genau. Perplexing form. You'll live the life of warte, können wir kurz darüber reden, wie du dein Eis isst? Ja, so schnuckelst du erst die Schokolade komplett drumrum ab? Ja, normal. Den Chat, können wir da bitte drüber reden? Ich sehe, nee, ich glaube gar nicht. Doch. Das ist schon wichtig so. Henry. Na, was? Also, ich sag jetzt mal was dazu. Eis essen.
Wenn man Eis isst und hat da Schokolade drum, dann isst man die Schokolade mit dem Eis. Also ich klappe das dann auch immer so stückchenweise ab, aber nicht die Schokolade vom Eis, sondern das Eis samt der Schokolade zusammen. Es gibt eine Ausnahme. Da mache ich das zwar aber nicht mit der Schokolade, sondern mit dem, was drinne ist. Und zwar kennt ihr Nockerschock. Also es gibt ja das normale Nocker, da ist nur so ein Kern, den kann man mit wegschnabulieren, weil der ist nicht fest. Und dann gibt es diesen Nockerschock, wo das Nougat in der Mitte als fester Kern ist. Und bei diesem Eis gehe ich hin und esse die Schokolade und das Eis drumherum ab und lasse den Kern bis zum Schluss. Und wenn das dann alles Eis weg ist, dann esse ich den. Das ist wie, wenn man sich ein Nutella-Brot macht und dann entsprechend das Messer ablegt. Liebe Kinder, nicht nachmachen, ich mach das aber. Kirche. Komm, ich komm hin. Nee. Das geht nicht gut. Anstatt wirklich zu helfen, weißt du? Ihr seid einfach. Okay, warte. Digga! Warte, hilf doch wenigstens. So, warte. Ja? Nein! Nein, wie kann man? Also entweder man kann auf einer Hängematte sitzen oder liegen oder man kann es nicht. Und sie gehörte definitiv zu denen, die es nicht können. Ja. Manchmal sollte man Dinge lassen, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert. So, weiter geht's. Ja. Hey, wie cool ist der Chat denn da eingeblendet? Guck mal. Ob das der erste, ob das der echte Chat ist, weiß ich nicht. Da steht okay, Gronkh. Ja, da stand Gronkh. Hä, was? Ich schwöre, da stand Gronkh gerade. Ich hab's gesehen. Hey, schnell, also. grüßt mich mal. Also. Ich hab gedacht, die haben vielleicht einen vorgeschrieben oder so. Oh, geil, Alter. Danke, Leute. Ja, ist er, Gronkh. Dankeschön, Leute. Hört auf. Das ist super peinlich. Hör auf. Das ist so unsympathisch. Mach das nicht. Ja, so kann es gehen. Normalerweise sind diese Chats da wirklich normal, das Live. Also wenn man es geschafft hat. Ich habe es auch schon versucht. Ich habe es bis jetzt nicht hingekriegt. Ich muss da wirklich mal gucken, wie man das macht, dass man in der Pause beziehungsweise im Endscreen noch zumindest, da läuft wieder die Katze vorbei, einen Chat einbinden kann, den man auch sieht. Wie gesagt, da bin ich noch dabei. Aber momentan seht ihr ja, ich so baue so nach und nach das Layout um. Spätestens in meinen Ferien, da habe ich wirklich, wie gesagt, mir extra Zeit genommen dafür, will ich das Ganze dann auch umbauen. Und es ist Ende Juli, Anfang August. Das ist also noch ein paar Tage hin. Nur damit ihr Bescheid wisst. Kriegst meine Socke? Kannst du an sagen? Der Socke? Ja, kannst du sagen, ob das immer noch die gleichen sind. Hä? Hä, was riechst du so? Hallo? Hör auf, da so krass mit Genuss dran zu riechen. Der riecht so ein bisschen nach Schoko. Junge, ich will nie wieder, dass du an meinen Sack riechst. Hä? Ich weiß jetzt gar nicht, was da nicht schlimm war. Wieso riechen sie nach Schoko? Die riechen ja wirklich nach Schoko. Ja. Okay, also an den Socken rieche ich normalerweise nicht, weder an meinen eigenen noch an Fremden, obwohl manchmal, aber gut, das ist was anderes. Also, aber das war jetzt wirklich cringe, man kann doch nicht einfach so intensiv an Socken riechen von einer anderen Person, vor allem vom anderen Geschlecht, das macht man nicht. Ja, das ist nicht nett. Huch, jetzt haben wir schon wieder ich glaube, hier ist noch Frauenkram an dem Ruder. Oh. Ja. Der war gesegnet. Ah. Von mir. Das riecht ja richtig gut. Hast du gerade an meiner benutzten Binde gerochen? Nein, an dem Router. Du hast an meiner benutzten Binde gerochen. Benutzt war die? Natürlich war die benutzt. Scheiße. Das passiert, jetzt, wenn man seine Periode hat. Das ist unangenehm. Ja, woher soll ich das denn wissen? Unangenehm, ganz unangenehm, völlig unangenehm. Nein, 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 nein. Dazu sage ich jetzt wirklich definitiv nichts. Nein, 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 nein. Mann, Junge. Oh mein Gott. Ja, so kann es auch gehen. Es funktioniert schnell. Hey, guck mal, wer da kommt. Der Kistenkater. Hallo, Kistenkater. Schön, dass du auch wach bist. Das wisst ihr aber jetzt natürlich nicht. Und Albert hat Digger geliebt. Meinung von Digger. Ich bin tot.
man sich den Sozialstatus von dem toten RimWorld-Charakter anguckt, dann steht da, ich bin tot, ich habe keine Meinung. Ja, Tote haben halt selten Meinung, außer sie sind Untote bei WoW zum Beispiel. Dann haben sie eine Meinung. Allerdings muss ich dazu sagen, die riechen immer etwas streng. Also die Untoten bei WoW. Da haben wir es wieder mit dem Riechen. Scheiße! Ich hab ja die ganze Füllung verrollt mit dem. Ja, oh, ja, klar. Platz beim Kochen und Backen. Das ist wichtig. Wenn ihr keinen Platz habt, schafft euch Platz. Nehmt zur Not einen Tisch, um etwas, was ihr nicht gerade zum Verarbeiten braucht, zur Seite zu stellen. Aber doch nicht die Füllung, den Boden mit der Füllung nebendran und dann schön mit dem Nudelholz griff drüber. Dass das kaputt geht, ist doch klar. Gut. Haben wir das auch abgehakt. Ich bin nicht da. Also manchmal habe ich auch meinen Mitbewohner. Und der ist ganz schön anstrengend. Kannst du bitte wieder gehen? Ich streame gerade. Das ist mein erster Stream. Geh bitte wieder, sonst kriege ich keine Subs. Oh, das ist mir so peinlich. Ach, Mann. Ja, das ist so, das ist mein Onkel. Was? Onkel Io. Muss so dringend los, Alter. Oh Mann, Chen, das war nicht gut. Nein, 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 nein. Wenn das nicht mal hingeht, einen Partnerschaftskrach hinterhergezogen hat. Ja, ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weiter geht's. Es ist schön, wenn Sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Ich glaube, ich wurde gerade von einem Hauselfen aufgeklärt. Okay. Ich glaube, das versteht man nur, wenn man wirklich dieses Spiel spielt. Hogwarts Legacy ist nicht so mein Spiel, deswegen, das hat Gründe. Ich weiß auch mittlerweile, dass dieses Boykottieren nicht unbedingt was bringt, aber ich mach's trotzdem. Also zumindest bei neueren Sachen. Ja, und das ist wieder mal schön ein Horror-Game. Und was steht oben drin? Just Chatting. Nicht gut. Muss ich in Deckung gehen? Ja, solltest du. Wenn man eine Handgranate entsichert, sie wirft, dann geht man in Deckung. Außerdem guckt man vorher, wo man die Granate hinwirft. Ob da möglicherweise vielleicht das Ding zurückkommen könnte. Also, ja, genau. Oh. OL, ist das Olpe? Oder Olpe? Scheiße, Olpe, glaub ich. Da liegt mein Auto. Junge, ernst, Daniel? Wo ist mein Auto? Da vorne. Junge. Der Moment. Scheiße, warum steht da mein Auto? Junge. Was ist da los, Alter? Ja. Das ist das Problem, wenn die Autos alle gleich aussehen, dann kann man sie oft mal verwechseln. Vor allem, wenn dann auch nur die Nummernschilder fast gleich sind. Ja, dann wird's schwierig. Ja, genau. Wisst ihr, was eine interessante Sache ist? Hallo! Ich würde ihn töten. Bro, was soll ich denn jetzt damit? Weiß ich nicht. Gib mir deinen Schlüssel. Den hab ich nicht hier. Gib mir deinen Schlüssel. Ich kann das nicht mehr. Ja, ja, wenn man feststellt, dass der Freund, dem man einen Schlüssel gegeben hat, einen beim Stream zu Tode erschreckt, dann ist das nicht gut. Und ja, genau. Ich muss hier gerade hashen. Also bei meiner Kamera, ich muss an den Einstellungen arbeiten. Das sieht aus, als hätte ich keine Zähne im Mund. Gut, aber deswegen ist es immer praktisch,
ich sehe immer aus den Augenwinkeln heraus, wenn jemand kommt. Deswegen kann mir man sich so leicht erschrecken, obwohl das auch schon passiert ist. Aber es ist lange her. Weiter geht's. Wie geht's euch? Ich freue mich zurück zu sein. Die Tür ist offen. Ich freue mich zurück zu sein. Wie geht es euch? Also, an diesem Bild waren mehrere Dinge weird. Erstens mal, hoffentlich ist da nur ein Schlüssel rausgeflogen, als sie die Tür zugeknallt hat. Und nicht der Griff, weil sonst könnte es problematisch sein beim Rauskommen versuchen. Zweitens, hatte sie wirklich im Hintergrund da einen Jeremy Fragrance Aufsteller stehen? Wie kann man sich sowas hinstellen? Der Typ ist absolut... Der ist nicht weird, der ist... Okay, meine Meinung. Ich weiß, es gibt genügend andere, die das anders sehen, aber ich sehe das so. Dieser Typ, nein, der geht gar nicht. Und war sie irgendwie weg? Ich weiß ja nicht, also ich glaube, ich hatte sie in der letzten, im letzten Twitch Clips Germany auch. Okay, gut. Ich freue mich auch immer, wenn ich für euch wieder da bin, aber gut, das ist halt so, ja. Was tun wir hier? Oh mein Gott. Aber, nein! Nein! Nein, Chat! Haben sie das jetzt wirklich so zusammengeschnitten, dass sie die Tür zuknallt und bei ihr fallen die Sterne von den Lampen? Das ist ja cool. Oder wohnen die wirklich nebeneinander? Es könnte natürlich auch sein, dass die nur einfach ihre Büros nebeneinander haben. Denn man weiß ja, bei großen Streamern ist das meist so, dass die nicht von zu Hause aus streamen, sondern ein Büro haben, in dem sie das machen. Also ein Studio richtig, so mit allem drum und dran. Und bei bestimmten Streamern ist es sogar so, dass sie Gemeinschaften bilden und dann halt zusammen halt in einem Büro sind, und auch wenn sie nicht zusammen streamen. Aber das wäre jetzt cool. Sie will mein Brot. Hilfe, geben Sie von meinem Brot. Das ist mein Brot. Aber guck mal, das sieht die Ente anders. Das ist mein Brot, kleine Maus. Brot tut dir Aua im Bauch. Und dann bist du süß. Ja, also an diesem Stream, an diesem Clip war jetzt wirklich mehrfach sehr gut. Also erstens mal, Brot und Enten, das ist, ja, die Ente wird nicht verstehen, dass das Brot nicht für sie ist. Zweitens hat sie natürlich recht, also die Streamerin, denn Brot ist für Enten nicht gut. Füttern von Enten ist zwar was Schönes, ich habe das auch früher gern gemacht, gebe ich ganz ehrlich zu, mittlerweile lasse ich es, weil ich weiß, es ist nicht gut. Genauso wie Füttern von Tauben. Das ist nicht gut. Lasst das. Die Tiere finden schon so genug in der Natur. Die brauchen nicht noch irgendwas gefüttert zu bekommen oder so. Das ist einfach so. Lasst das einfach. Aber es ist halt wirklich schwierig, weil die Ente denkt, das ist was Leckeres und deswegen will sie das haben. Also vorsichtig sein, wenn ihr Brot. Da kommt der Kist gerade, der hat bestimmt auch was dazu zu sagen. Und wenn ihr unbedingt diese Viecher füttern müsst, dann besorgt euch Entenfutter, richtiges Entenfutter und Vogelfutter. Genau. Brot, weil Brot hat Hefe und Salz und das ist nicht Brot. Genau, da habt ihr es gehört. Besorgt euch, wenn ihr Enten füttern wollt, Entenfutter oder Vogelfutter. Kriegt ihr entweder im großen Supermärkten, da liegt das überall aus. Oder ihr geht hin und geht in ein Tiergeschäft und kauft euch da welches. Ihr kennt das ja bestimmt auch vom Zoo. Wenn ihr in den Zoo geht, dann gibt es meistens ja so kleine Streichelecken und so. Also im Frankfurter Zoo ist das so. Aber auch im Opel Zoo, da ist das auch ganz toll. Und da kriegt ihr extra Futter für die Tiere. Das ist extra für die gemacht. Kauft euch das. Nehmt das vielleicht auch eine, wenn ihr Reste davon übrig habt, wenn ihr im Zoo wart, mit und füttert das an die Enten. Das ist viel besser als das, was ihr... denkt, wenn ihr ein Brot kauft und ein Brot verfüttert. Ist ganz schlecht. Abgesehen, was noch schlimmer ist, ist, wenn ihr ein Brot füttert, was geschimmelt ist. Das ist nämlich weder für euch gut, noch für die Enten. Sondern kommt noch was vom Eckeskader. Beim Zoo bloß nicht das Futter geben, was die Ziegen fressen. Das ist nämlich wieder völlig anderes Futter. Okay, ich dachte immer, das wäre alles grün gepresstes Grünfutter. Nein, das ist spezielles Futter. Oder spezielles Futter. Und genauso gibt es für die Vögel auch spezielles Futter. Seht ihr, so lerne ich sogar auch noch was. Das ist jetzt wieder ein schönes Beispiel dafür, dass, weil die Leute immer so schön sagen, oder einige Leute sagen, ich weiß alles. Nein, ich weiß eben nicht alles. Kannst du vor Level 3 Nashorn geregelt? Nashorn steht da. Niete Nashorn. Oh Mann. Das war jetzt übersetzt mit Nashorn, oder was? Anstatt Rhino.
Nashorn. Oh, Nashorn. Ich rede nicht. Ich lese ja Nashorn. Ja, lesen will gelernt sein. Da stand nicht Nashorn, da stand Nashorn. Männer. Was machen die da auf der Brücke? Rumschimmeln? Rumstehen. Oder? Ah, die wollen hupen. Cool. Oh, haben die sich die Ohren zugehalten? War laut. Ja, so eine Auto, beziehungsweise so eine LKW-Hupe ist schon mal nicht leise, das stimmt. Naja, das kann ich durchaus bestätigen. Also überlegt euch das zweimal, ob ihr einen LKW-Fahrer dazu animiert, seine Hupe zu betätigen. Wartet mal. Nee, sorry. Ja, jetzt sieht und man ihn. Und zwar sind die... Ich ist es halt relativ eckig. Oh. Wie animiert man eine Streamerin zum Trinken? Man schneidet so einen Clip. Ja, ich glaube aber wirklich jetzt langsam nicht mehr daran, dass die zusammensitzt, sondern dass das einfach wunderbar schön zusammengeschnitten ist. Ja, irgendwie schon. Irritiert mich irgendwie. Kannst du nicht einfach pausieren? Kann ich, aber ich habe gesagt, ich gehe erst auf Toilette, wenn ich aufs Klo gehe. Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. Der Spruch der Woche. Und unser Kistenkerl ist nicht am Rechner. Oder doch? Weiß ich. Also auf jeden Fall. Spruch der Woche. Ich gehe erst auf die auf Toilette, wenn ich aufs Klo gehe. Das Gesicht war geil. Ja, wo soll man auch anders hingehen auf die Toilette als auf Klo? Ja klar, ist doch klar. Also wenn ich im Supermarkt bin, gehe ich ja auch nicht auf Klo, außer der Supermarkt hat eine Toilette und ich muss dringend. Jetzt wird's weird, wir machen weiter. Das geht ganz schnell. Hä? What? Wie bitte? Moment, ich stand doch gerade auf der Mauer. Und im nächsten Augenblick ist sie weit, weit von der Mauer weg. Interessanter Bug. Aber vielleicht lag das auch daran, dass oben wieder in der Einblendung drinne stand Just Chatting und nicht Gaming. Dich hat keiner gefragt. Aber das habt ihr nicht gehört. Es war ein Ton von meinem... Von meinem System. Autsch. Also Vorsicht, wenn ihr euch vorbeugt und euer Mikrofon direkt vor der Nase habt. Deswegen habe ich das leicht Dings, wenn ich mich vorbeuge, kann ich mich dann vorbeibeugen. Genau. Ja, so ist das. So nicht anders. Weiter geht's. Oh. Dazu sage ich euch gleich was. Dazu nicht. Ich sag doch, natürlich auch vorsichtig, wenn ihr von unten hochkommt und das Mikrofon so hängt, dass ihr euch anstoßen könnt. Aber, was das jetzt angeht mit dem Lego-Bauen, ich habe mir vorgenommen, demnächst irgendwann mal einen Stream zu machen, wo wir das hier aufbauen zusammen. Genau. Damit ihr schon mal Bescheid wisst. So, dafür bereite ich halt extra was vor und dann machen wir das schön hier zusammen und ja, das kriegen wir schon hin. Das sind 10 oder 12 Blumen, die da drin sind, die man aufbauen kann. Ja, ja. Schöne Klemmbausteine. Du erschreckst dich. Da ist die Katze schon wieder. Vor was hat er sich jetzt erschreckt? Vor dem Schrei oder vor dem Licht in der Pfütze? Es ist einfach geil. Es ist geil. Muss man so sagen. Ist so. Oh mein Gott, mein Handy ist nicht in einer Hülle. Hallo?
Wow, es ist auf den Asphalt gefallen und ist nichts passiert. Dann hast du Glück gehabt, liebe Milchbaum. Aber langsam werden diese Clips irgendwie komisch. Nö, also der erste war ja noch lustig, wo sie die Tür zugeknallt hat und der Schlüssel weggeflogen ist. Der zweite, wo dann die Sterne vom von der Wand gefallen sind, war auch noch lustig. Aber jetzt, nach dem vierten Mal das Gleiche, das passt irgendwie nicht. Nee, das ist nicht toll. Nee, ich weiß nicht. Ist nicht meins. Kann ich auch nicht drüber lachen. 10. Geh auf... Digga! Digga, geh auf 15! Es gibt aber ungerade Zahlen. Das heißt, es gibt die 15. Jetzt trauen wir uns nicht. Das kenn ich. Geh vielleicht auf ganz 0 runter. Und jetzt 15. Das kenne ich. Das kenne ich. Das ist mich flexen, das Junge. Funktioniert nicht. Wir sind so schlimm. Komm schon, auf geht's. Von 100 runter. Oder? Clip. Nein, kein Clip. Da hattet ihr es gehabt. Ja, sie haben es am Ende doch noch geschafft. Aber das kenne ich auch. Man versucht krampfhaft einen Wert zu erreichen und es funktioniert nicht. Man macht hin, man macht her, man macht hoch, man macht runter. Es funktioniert nicht. Ich habe jetzt aber dafür etwas, womit das funktionieren könnte. Ich habe es noch nicht probiert, aber mit dem Scrollen funktioniert schon mal. Ich habe hier eine neue Tastatur. Und da ist oben so ein Wheelrad dran. Das ist die Corsair K100. Und da kann man schön mit genau einstellen. Das funktioniert. Also beim Scrollen zumindest. Ich habe es noch nicht probiert, ob man Taster verschieben kann. Das muss ich noch mal testen. Aber das war weird, das kenne ich auch. Also man macht hin und her und es funktioniert nicht und man braucht ewig, bis es eingestellt ist. Wir haben zu viele schlechte Gags gehört. Ich bin gerade auf dem Niveau von den Moderatoren, merke ich gerade. Ich muss was Witziges erzählen. Wusstet ihr, dass die in Spanien nicht "Ich liebe dich" sagen? Ist auch klar, die sprechen dort kein Deutsch. Ha ha ha, das war jetzt so witzig. Dann kann ich auch einen Fakt raushauen. Auch in Japan sagen sie nicht "Ich liebe dich". Warum? Japaner sprechen kaum Deutsch. Nun verbleibt nur noch eines zu tun. Kiss me. Du musst den Mysterienstein des Geistes finden. Yeah, say that all the time. Ja, wenn der Alert genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Genau. Ja. So ist das. Pa, ist mir auch egal. Eins steht fest. Wer mich beim Training stört, mit dem wische ich meine Hantelstangen ab. Dafür kann ich dir Mori geben, den Lappen. Hallo? Das war einmal eine Retourkutsche. Ja, du hast es richtig gemacht. Zeig's ihm. Zeig ihm, wo der Wischlappen hängt. Das war noch ziemlich voll. Mein ganzes Gesicht ist voller Cola. Hier ist alles voller Cola. Erstens, arme Cola. Gut, okay. Sie tut mir auch leid, aber dieser Clip wieder mit dieser Tür. Daumen runter, definitiv Daumen runter. Hier bin ich hergekommen. Toll. Oh. Nee, ich möchte nicht die Einrastfunktion aktivieren. Nein, danke. Hallo? Ja, das kenne ich auch. Man klopft ab immer wieder auf die Shift-Taste und plötzlich kommt nach dem fünften Mal: Wollen Sie die Shift-Taste einrasten lassen? Nein, will ich nicht. Ich wollte einfach nur drauf rumhacken. Wisst ihr, was ich meine? Nö. Chat kann beim Aussuchen des Outfits helfen. Ah, ich zieh da irgendwas an. Außerdem trage ich eh die meiste Zeit nichts. Also. Du trägst nichts? Sie trägt nichts? Aber sie hatte doch gerade was an. Also so geht das ja mal gar nicht. Und Hilfe beim Outfit aussuchen, die wollen nur sehen, was du alles im Schrank hast. Dieser Creeper ist der Prophet der Creeper. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich explodieren kann. Das war ein heftiges Timing. Vielen Dank, Wolf. So ganz gehend, der Creeper explodiert und
im Idealfalle passiert das, was bei ihr jetzt passiert ist, nämlich dass sie überlebt. Im schlimmsten Fall war er jetzt tot gewesen. Ich habe dieses Spiel auch mal kurz angespielt, weil ich was testen wollte beim Rechner von meinem Sohn. Der spielt das. $2,000. Ja, ich habe Minecraft angespielt. Also wenn ihr euch jetzt wundert, worauf ich reagiere auf Kisten, gerade der in der Küche steht und sich irgendwas da macht. Weiter. Also, falls ihr euch wundert, worauf ich reagiere auf den Kisten gerade in der Küche, der hat gerade gefragt, was ich denn angespielt habe. Und also wie gesagt, ich hatte letztes Jahr den Rechner von meinem Sohn hier, weil der ist immer irgendwie ausgegangen und keiner wusste warum. Mittlerweile weiß ich es war der Lüfter der CPU, der lief nicht, der war kaputt. Ich musste einen neuen Lüfter einbauen. Und um zu testen, ob das dann funktioniert, habe ich halt Minecraft angespielt. Das ist eins seiner Lieblingsspiele. Und dann habe ich auch noch Doom Eternal angespielt. Und ja, genau. Also deswegen. Genau. Okay, bye Leute. Ich gehe jetzt. Okay. Ich gehe jetzt. Ja, ab unter den Tisch mit dir. ich glaube. Das sieht falsch aus, Oh mein Gott, ja, komm weg! Es sah falsch aus, ja, das zum einen und zum anderen, weil ich glaube, die Software, mit der sie arbeitet, um ihren Avatar so darzustellen, funktioniert noch nicht so richtig. Also, wenn man den Avatar auf den Kopf stellen kann und die Füße sieht, jetzt habe ich zu viel geklickt, dann ist da irgendwas falsch. So, und. Die will wohl singen. Gucken wir mal. Mama's baby in the heart of every schoolgirl. Love me tender, leave him crying in the eye. The way he moved was a sin so sweet and true. Always wanting more. He'll leave you longing for. Donny? Cool. Und zwar mehrere Dinge. Erstens mal geiler Song mit geiler Stimme, aber das ist klar. Zweitens geiles Outfit und geile Haarapplikation. Cool. Da hat mir alles dran gefallen. Zwei. Macht euch bereit. Oh, ein kleiner Drache. Aber war cool, also coole Animation. Und man ist vorgewarnt worden, dass man sich breit machen soll, dass da jetzt was passiert. Immerhin etwas, genau. Was? Was? Zum Geier? War das bitte schön? Ich habe die letzte mitgekriegt, dass man bei Street Fighter jetzt bei dem neuen Teil sich einen eigenen Avatar zusammenbauen kann. Aber das war weird. Boah. Da würde ich nicht gegen kämpfen, da würde ich davonlaufen, damit ich keine Albträume nachts kriege. Obwohl, er hat alles richtig gemacht. Am Ende gewinnt er, ohne einen Kampf gemacht zu haben. Auch nicht schlecht. Deswegen versuche ich die Story auch wirklich ein bisschen zu verstehen oder selbst reininterpretieren. Das üben wir jetzt 20 Mal und dann kriegen wir das im nächsten Stream auch hin. Interpretieren. Was ist da dran so schwer? Das krieg ich. Kriegst du ja echt hin. Jawohl, ja. Ja, ich wusste es, dass es kommt. Das ist so knack. Nein. Ist auf meinen Fuß gefallen! Mann. Aua! Nee, zu den Dings sage ich es mir. Schade, dass dir was auf den Fuß gefallen ist, aber nö. Nee, das finde ich heute nicht toll. Nee, ganz ehrlich nicht. Nee, der Gag hat sich ausgegaggt. Hinein in Interpret. Das zu hat gefehlt. Hinein zu interpretieren. Jetzt haben wir es.
Ja, genau, jetzt hast du es geschafft. Ich sag doch, wir üben das 20 Mal, beim nächsten Mal funktioniert es. Siehst du, du hast es geübt und schon funktioniert es. Nur hören. Nur auf mich hören, das passt schon. Ich werde es bereuen, hier jetzt aufzuhören. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal mit Minecraft-Server heute. Ich mache das jetzt wie diese krassen Minecraft-YouTuber und zieh meine Sachen aus. Und das kann... In Minecraft. Ja, das war wichtig dazu zu sagen. Nicht, dass deine Zuschauer jetzt darauf warten, dass du die schnackig machst. Soll Leute geben, die gucken sowas nur, um das zu sehen. Achso, ich kann es auch durchgängig machen, okay. Ja, komm, das ist easy. Warum ist das jetzt fehlgeschlagen? Aus einem ganz einfachen Grund, ich kann es euch sagen. Er hat keine Unterstützen gebaut. Und deswegen brach die Brücke zusammen. Also wenn ihr solche Brücken baut, guckt euch das mal. Guckt euch mal Brücken im Real an. Die meisten Brücken haben entweder irgendwo eine Verbindung der Spannseile zum Land. Oder sie haben unten noch Brückenpfeiler, damit es funktioniert. Genau. Und im Tunnel ist nochmal sicherheitshalber Stau. Wir müssen ein bisschen fester bremsen gerade. Stehen alle noch? Ja, zum Glück standen alle noch und lang. Nein, ich sag zu solchen Clips sage ich ab sofort nichts mehr. Ich gehe einfach weiter. Ja, damit ihr Bescheid wisst und nicht wundert, warum ich da nichts dazu sage, ich sag dazu nichts mehr. Weil es langweilt einfach nur noch. Machst du nochmal auf? Ich würde nochmal was reinwerfen. Oh Gott, ich werf was rein! Nein! Alles klar. Das ging schief. Warum machst du die Tür zu? Weil er es kann und weil er nicht zuhört. Zuhören, Leute. Hört zu. Wenn ihr mit Koop spielt, hört auf euren Mitspieler, damit da alles gut funktioniert. Weil sonst geht das schief. Das sagen unsere Mädels mit den gepflegten Eutern. Was? Keine Ahnung, was die Mehrzahl ist. Nicht Eutern. Ich habe Häutern gesagt. Was? Nee, du hast Euter gesagt, ganz eindeutig. Und das ist untere Stufe. Du gehörst eigentlich sofort gebannt. Nein, natürlich nicht, aber das sagt man doch nicht. Schäm dich, ab in die Ecke. Du musst dich jetzt 2 Stunden in einem runden Raum in die Ecke stellen. Und wehe, du stehst nicht in der Ecke. Warum trage ich denn auch plötzlich? Not too shabby, huh? Totally null and void. Yo, hey. Hey, Kumpel. Hey, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, so kann's gehen. Pass auf, wenn du durch die Gegend rennst, dass du den Affen abhängst. Vor allem den mit dem Stock in der Hand. Dieses Spiel ist total bescheuert. Und redet er. Cool. Das nenne ich können. War um die Ecke, so gleich mal 2-3 Leute umschießen. Ja, okay. Aber das sieht nicht gut aus, was da links ist. Das sieht nicht gut aus, Leute. Da sind irgendwelche Bärenfallen. Ah, fuck! Jesus Christ! Für eine Sekunde dachte ich, ich wäre Gronkh. Also Kaya, was soll denn Gronkh in dem Resident Evil machen? Obwohl, irgendwas hatte er von ihm. Hast eigentlich recht. Zumal du es doch gesagt hast. Aus welchem Film stammt? Drunter. Oh Captain, mein Captain. Ach, Scheiße. Möchtest du, Oliver? Nein, mach du. Nein. Du hast gebuzzert. Doch, aber nein, auch. Du hast gebuzzert. Du wolltest doch auch. Ich weiß nicht, wie der Film heißt. Ich drauf. Das ist echt nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich komme auch gerade nicht drauf. Nein, du. Ich weiß auch, was es ist.
Ja. Olli und Flo, die zwei sind echt geil. Sie bassern, weil sie denken, sie wissen es und wissen es dann doch nicht und verschieben sich das gegenseitig zu. Und ja, ich fand den Clip geil. Also den fand ich geil. Echt cool. Cool. Hey, ich gehe heute feiern. Before? Das ist so um 11 Uhr abends, bevor man in den Club geht. Das um 4 Uhr morgens, wenn man aus dem Club kommt. Nee. Das passt überhaupt nicht. Nee. Boah, ich hab so einen Nacken, ne? Gleich fällt der Stuhl. Der Stuhl fällt, ich seh's schon, ich seh's. Leon! Junge! Ich hatte recht, mehr sag ich dazu nicht. Hey, Anna. Da liegt einer. Da liegen zwei. Entschuldigen Sie? Das nennt sich Planken und war so 2020 in. Okay, das war in mal? Komisch. Ist an mir vorbeigegangen wohl irgendwie. Ich glaube, ich muss meine Cam einfach bei Spielen größer machen. Sie belegt so ein Viertel des Screens. Gut, sie ist auch hübsch. Ich nicht. Ich glaube, ich muss meine Cam um einiges kleiner machen. Also, ich würde eher zu zweiterem raten. Nein, natürlich nicht. Jeder soll seine Cam so groß machen, wie er möchte. Damit er so ins Bild kommt, wie er oder sie denkt, dass sie da hinkommen muss. Ganz einfach. Ich finde meine Cam jetzt so hier in dem Bereich relativ gut. Genauso wie ich es im Chatting-Bereich toll finde. Ja. Are you fit? Because nee. I am not fit. I am absolutely in the ass. Oh nein. Ganz ehrlich, heute wünsche ich mir, dass die Twitch Clips Germany irgendwann mal ganz schnell enden. Weil es ist einfach nur noch lame. Sorry. Soll mir recht sein. Soll mir auch recht sein. Was? Ja, ich sag es doch immer wieder. Die Spiele haben heutzutage eine Live-Übertragung. Das heißt, wenn du vor Kamera sitzt, wirst du gefilmt und das Spiel reagiert auf dich. Ist einfach so. KI macht's möglich. Oder sind die beide gleich groß? Nee, der ist größer. Oh, der ist größer. Ja, der ist größer. Ja. Krass. Wow! Nein, mein Schild! Nein! Doch! Du hast dein Schild fallen lassen und es wurde überrollt. Sei froh, dass du selbst nicht überrollt worden bist. Und es kommt nicht immer auf die Größe an, nur so zum, um es zum Protokoll zu geben. Da geht es schon wieder los! Sie will an die Zunge von Lara! Es will auch gepupskusst werden! Ich sehe das! Lara hat ja einiges zu ertragen. Da muss sie sich aber den Mund ordentlich auswaschen danach, das sag ich dir. Das ist durchaus richtig. Wir werden das mal sehen. Oh nein, oh mein Gott! Was ist das so gewesen? Einfach Milchbaum! Das war zu viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Spiel weird. Ganz einfach weird. Nein. Nicht gut. Hey, cool gemacht. Perfekt. Ja, sehr schön. Ein wunderbarer Clip, um zu zeigen, dass man es kann. Katzen können das eben. Ja, genau. Und das hatten wir letzte Woche schon. Mit einem Schwert den Stab, statt die Frucht zu treffen. Naja, die meisten sind Olivenhasser. Also, Olivenliebhaber sind schon in der klaren Unterheit. Minderheit? Minderheit oder Unterzahl? Und wie kommst du jetzt bitteschön auf Oliven? Das, was da auf dem Ding drauf stand, war doch keine Olive. Oder hast du schon mal so große Oliven gesehen? Also wenn du irgendwo so große Oliven findest,
sagt mir wo. Da bringe ich meinem Mann 2 Stück voll mit, damit ist er dann voll und ganz zufrieden für den Rest der Woche. Keine Rampe. Wahrscheinlich kommen sie jetzt mit und ich werde gefickt. Ah, mit jetzt was. Oh ja. USP ist es. USP ist es. Oh! Was war Daniel? Das war einer. Aber der war drauf. Ja, so kann's gehen. Mit Ansage. Aber er hat überlebt. Das ist doch wichtig. Genau. Weiter geht's. Ich mag Anime, weil da gibt es süße Anime-Girls und die machen Geräusche wie Ah, oh, Nipa! Was machen die noch? Kana. Und whatever. Und ich mag Anime, weil da gibt es Buba-Bounce und ich mag Buba. Das sind 2 Vorteile für Anime. Also ich mag Animes auch, aber ich mag sie aus anderen Gründen. Also aus diesen Gründen garantiert nicht. Ich gucke wohl die falschen Animes. Okay. Meine Sprachbeeinträchtigung nennt sich unglaublich großer Fleischlappen. Nein, Zunge. Das Ding nennt man Zunge, nicht Fleischlappen. Aber gut. 3. Oh nee, der wird dauern. Ja, der hat echt gedauert. Ja, unheimlich. So ungefähr 10 Sekunden. Ja, gut. Aber Level 37, davon bin ich noch weit entfernt bei Diablo 4. Ja, alles gut. Was ist ist sie ehrlich? Sie ist direkt neben mir gespawnt. Nein. Ja. Das nennt man mal Glück. So kann's gehen. Manchmal muss man auch Glück haben und der andere Pech. Einfach so. ja, apropos Huhn. Es war ja damals ein Hahn. Aber apropos Hühnchen. Ich hab grad Hühnchen da. Erneut. Genau das. Sie hat ein lebendes Huhn in ihrem Zimmer. Finde nur ich das irgendwie komisch oder ist das bei anderen auch so? Also ich habe nur eine lebende Katze im Zimmer ab und zu, aber ein lebendes Huhn? Dann starten wir. Ich erkläre einmal ganz kurz die Regeln. Und dann losen wir aus, wer gewinnt. Also nicht wer gewinnt, wer anfängt. Oh ja, super. Das geht schnell. Nein. Ja, man kann natürlich auch auslosen, wer gewinnt. Das vereinfacht das Spiel, weil man kann gleich sagen, gewonnen hat. Okay, gut, Spiel beendet. Aber ich glaube, du solltest wirklich auslosen, wer anfängt, weil sonst war die ganze Vorbereitung für die Katz. Ich könnte jetzt sagen, ich bin so gut. Oh, nein! Ja, Augen auf beim Lauf. Kann man immer wieder sagen. Verdammt, das sollte nicht passieren. Nein! Nein! Das sollte auch nicht passieren, Luna! Du Fettsack, du! Warum gibt es in diesem Spiel die Möglichkeit, mit langen Escape-Drücken das Spiel zu beenden? Das ist doch nicht dein Ernst, Katze, echt jetzt? Warum drückst du Escape? Weil sie Aufmerksamkeit möchte. Deswegen drückt eine Katze Escape. Aber ich finde es auch komisch, dass man ein Spiel beenden kann, indem man lange auf Escape drückt. Also, das ist eine beknackte Programmierung. Definitiv. Aber tolles Spiel. Den Daumen quasi am Arm, am also man so. Man sieht's gar nicht bei mir. Ja, aber doch, ja, du kannst das. Ich probiere das nochmal. Ich konnte das früher mal, aber ich komme nicht mehr ganz ran. Hier sieht man. Nicht mehr ganz. Ich probiere es nicht nochmal. Mein Bruder kann das so rum. Ja, das. Und das verstehe ich nicht, wie das geht. Also, ich kann es weder so rum noch so rum. Ich habe es probiert, funktioniert nicht. Ich bin zu ungelenkig. So, ich bin dran. Ja. Tada!
Das kriegen wir jetzt nacheinander von mehreren, also deswegen lasse ich das jetzt erstmal eine Weile durchlaufen, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Also bis zum Ende, denke ich mal, werden wir nichts anderes mehr sehen als Daumen an Arm. Ja. Beidseitig. Sag's doch. Ii! Das geht! Ii! Wieso Ii? Hä? Wieso Ii? Ii? Das sagt man doch nicht Ii! Ja, da sagt man nicht I, das ist völliger Unsinn, dass man da I sagt. Aber, ja, ich muss jetzt noch zwei Sachen dazu sagen. Also das Ende fand ich ganz interessant. Das war aber klar, dass das kommt, dass da so viele das machen. Wir hatten dreimal Diablo 4. Und das mit diesem Türknallen, nee, geht gar nicht. Und deswegen kriegt diese Folge zwar von mir heute weiterhin einen Daumen hoch, aber ich fand sie nicht so gut. Sie hat stark angefangen und schnell nachgelassen. Obwohl, man sagt ja eigentlich immer, sie hat schwach angefangen und stark nachgelassen. Aber gut, okay. Däumchen hoch gibt's trotzdem. Wenn ihr das bei mir auch machen wollt, könnt ihr das machen. Wenn alles gut geht und ich das richtig gemacht habe, dann sage ich das jetzt eigentlich, obwohl ich das gar nicht sagen muss, weil das hier unten irgendwo eingeblendet wird oder beziehungsweise da irgendwo eingeblendet wird. Ich habe nämlich ein neues neuen Einspieler gemacht, so, genau. Also den baue ich am Ende mal ein, dann seht ihr das da irgendwo. Genau. Also mit dem Abo und der Glocke und dem Liken und so, meine ich jetzt so. Ihr habt gesehen, ich habe es bei Twitch Clips Germany auch gemacht. Wenn ihr was loswerden wollt, so wie Anregungen, Kritik, Lob, Vorschläge, was man reacten könnte, unten in die Kommentare. Da achte ich drauf und nehme das in meine Liste auf, wenn das reactbar ist. Ansonsten müsst ihr damit leben, was ich euch zeige. Und wenn ihr zum Originalvideo wollt und nicht wisst, wie ihr da hinkommt. Unten in der Videobeschreibung steht der Originallink drin. Könnt ihr draufklicken und kommt dahin. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, wie wir sowas reacten, auch wenn das heute eine etwas schwächere Folge war, gebe ich wie gesagt zu, dann klickt ihr auch unten in der Videobeschreibung auf den Link für Twitch. Da könnt ihr danach gucken. Wenn ihr Glück habt, bin ich gerade auf dem Stream. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr gucken, wann ich auf dem Stream bin. Das steht nämlich dann da immer drin. So meistens, so ab Mittwoch spätestens steht drin, wann ich die Woche streame. Genau. So, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, gute Nacht, wie auch immer, wann ihr das Video guckt. Bis dahin, sagt euch Tschüss. Eure Josie.